Servus zusammen und herzlich willkommen bei Du bist genial. Und du bist auch genial, ein wunderbarer Mensch von Gott geschaffen, zu Gottes Ehre, zu deiner Freude, zu unserer aller Freude. Schön, dass es dich gibt. Und ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen von mir und meinem Kanal, was passiert ist, die sehr interessant ist und uns interessante Aufschlüsse gibt darüber, wie Medien funktionieren. Und zwar war es vor einiger Zeit, dass mich bei Instagram jemand angesprochen hatte. Hier übrigens, mein Instagram-Kanal ist verlinkt auf meiner Kanalseite hier bei YouTube, könnt ihr gerne draufklicken. Und da hat mich wohl jemand gesehen, hat ein Video von mir gesehen, der für RTL arbeitet. Und die Geschichte hört ihr jetzt. Und zwar ist es so, ich habe ein Video gemacht zu dem Thema kein Sex vor der Ehe und habe dann gebracht 101 Gründe zum Thema, wieso es besser ist, kein Sex vor der Ehe zu haben. Und ich denke, es ist sehr, sehr gut begründet. Ist auch gut angekommen, das Video, tausende haben es gesehen. Und ich möchte dafür einfach junge Mädels motivieren, dass sie sich quasi reinhalten. Also rein ist vielleicht das falsche Wort, dass sie sich jungfräulich halten. Ist auch ein bisschen hart ausgedrückt. Und Jungs genauso, weil es einfach einen großen Wert hat. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, wer das nicht geschafft hat, der soll es ab jetzt probieren, weil es dann auch noch einen großen Wert hat. Und ich stehe dazu, es sind sehr viele, sehr gute Gründe. Allein die Gesundheit, die Länge des Lebens, ganz viele Krankheiten, die ihr gar nicht bekommen könnt. Wer monogam lebt, kann zum Beispiel die ganzen Geschlechtskrankheiten überhaupt nicht bekommen. Das ist physikalisch quasi unmöglich. Und es zeigt auch, dass eine Ehe viel länger hält und so weiter, wenn es so war. Im Durchschnitt natürlich, es gibt auch Ehen, wo es nicht so war und die lange halten. Und das hat wohl eine Dame gesehen, so einen recht freundlichen Eindruck gemacht und hat mich dann angeschrieben. Interessant ist aber, wie sie mich angeschrieben hat. Und das müsst ihr euch merken, falls ihr jemals irgendwie mit Medien zu tun habt oder auch wenn ihr einen Artikel lest, wo jemand zerrissen wird. Dazu muss ich einleitend erwähnen, dass es so ist, dass die Leute natürlich gerne auf negative Nachrichten klicken. Also die Leute interessiert wenig, wenn dann ein Artikel kommt, oh, dieser Mann ist so toll in seinem Leben und er erreicht alles und es ist echt super, lest diesen Artikel. Das liest keiner. Aber wenn da steht, oh, dieser vollkommene Idiot kapselt sich von allem ab und hält uralte Gebräuche für richtig, dann ist das schon ein bisschen spannender. Nun wollen aber die meisten Menschen nicht von ihren negativen Dingen erzählen, weil sie dann an Pranger gestellt werden. Und was dann Journalisten oft machen, ist erstmal so einschmeicheln. Ja. Und sie hatte mir auch geschrieben, ja, wir haben dein Video gesehen und wir wollen eben für RTL so eine Talkshow machen und wir suchen Leute, die eine starke Meinung haben. Und hat dann ganz lieb und nett mit mir geredet. Und ich habe erst so überlegt, ich habe mich erst geschmeichelt gefühlt, ja stimmt, starke Meinung, so toll, wie die sagt. Und dann habe ich tatsächlich noch eine Nacht drüber geschlafen, habe so ein bisschen mit ihr gechattet und habe dann aber gesagt, okay, das könnte natürlich wirklich eine Falle sein. Und das haben mir dann auch Freunde bestätigt, so die RTL-Talkshows, ehrlich gesagt, ich schaue sie nicht, aber dann scheint es wirklich so, dass dann irgendwelche Exzentriker versucht werden zu zerreißen. Und dann werden natürlich die Stellen, wo man sich gut verteidigt, wo man es gut argumentiert, wo ich begründet hätte, wieso es Sinn macht, kein Sex vor der Ehe, die werden alle rausgeschnitten. Und dann werden vielleicht so 3-4 Szenen, wo man was Komisches sagt, dann kommt eine negative Musik in den Hintergrund vielleicht und dann lachen alle und so. Und da wird, so wird das Beste kann einfach total zerrissen werden. Das sind so ein bisschen wie Magier. Sie fühlen sich ein bisschen wie Magier, die Medien, dass sie aus Müll so versuchen, Gold zu machen oder einfach ihre Botschaft da reinbringen. Das haben wir schon öfters gesehen, dass es ein riesiges, langes Interview gibt und dann wird nur das rausgeschnitten, was irgendwie krass oder negativ ist. Und genau, dann hatte sie mir das geschrieben und da war ich schon ein bisschen misstrauisch und wahrscheinlich war das mein Problem sozusagen. Dann habe ich Auflagen gesetzt. Also dann habe ich vor allem die Auflage gesetzt, ich will mitdrehen. Ich will mitdrehen dürfen und was anderes zeigen. Und ich möchte vorher das Skript haben, was passiert. Und ich habe ihr ganz viele Sachen gesagt, die eigentlich Sinn machen, die bei einem fairen Interview auch Sinn machen würden. Hat sie freundlich gesagt, ja, wir schauen mal. Dann kam, ein paar Tage kam nichts. Und dann nach einer Woche kam dann, ja, wir haben jemand anderen gefunden. Vielleicht können wir später mal irgendwas machen, aber jetzt momentan nicht. Und übrigens, das war vor fast 1,5 Jahren oder so und seitdem keine Meldung mehr. Also das später irgendwas machen war wohl auch eher so eine Lüge, so eine Ausfluchtlüge, um freundlich zu bleiben, um das Gesicht zu wahren. Aber es ist schon recht lustig einfach, diese Episode ist natürlich sehr kurz. Aber ich denke, es ist gewinnbringend interessant für euch zu wissen, was da so passiert und wie diese Fake News Medien heutzutage funktionieren. Und das ist eben auch das Interessante, dass ich denke mal, das war vor 20, 30 Jahren besser. Das sagen mir auch viele Leute, die damals die Nachrichten geschaut haben. Damals war es noch nicht so verzerrend. Jetzt ist es massiv verzerrend geworden. Viele Journalisten fühlen sich wie kleine Götter. Das ist ja in dem Buch 1000 Zeilen Lüge, kam es sehr gut rüber von Juan Moreno. Er sagt, das erste Mal, wenn man sieht, wie ein Artikel einen Einfluss auf einen Menschen hat, das ist so ein erhabener Moment und das ist so genial, wenn man das sieht.
Also er schreibt vielleicht einen Artikel darüber, wie böse Trump ist. Und dann sieht er, wie während der Mensch den Artikel liest, wie sich seine Meinung ändert und er plötzlich den Trump hasst, nur wegen dem Artikel. Das ist schon eine Macht, die da drin steckt. Und diese Macht nutzen solche Leute gerne aus. Umso mehr ist es wichtig, dass es alternative Medien gibt. Ich versuche für meinen Teil die Wahrheit getreu darzustellen. Natürlich, ich habe den biblischen Hintergrund. Aber es soll für euch zum Vorteil sein, wie gesagt, meine Themen sind Gesundheit, dass ihr natürlich Gesundheit habt. Das bekommt ihr in den Medien nicht, weil die Leute, die dort Artikel schreiben, sind inspiriert von Leuten, die irgendwie Geld verdienen wollen. Mit einem Apfel verdient fast niemand Geld, außer der Bauer, aber der hat auch nicht so richtig eine Lobby. Mit Knoblauch auch nicht, mit Ingwer. Ingwer ist besser als, ich würde gerne 1 Million sagen, aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel, besser als 100.000 verschiedene Medikamente, die Pharma zu bieten hat, ist Ingwer oder Knoblauch oder Apfel. Und dann extrahieren sie irgendein Medikament, das vielleicht die Stärken von Ingwer hat, teilweise aber nur, nicht ganz, nur teilweise, und dafür aber noch ganz viele Nebenwirkungen. Kostet dann 20 € pro Packung und gibt eine riesen Gewinnmarge, weil das zu produzieren, wenn man das dann massenfertig macht, kostet dann 20 Cent oder so. Und dann wird das 2 Monate lang beworben bei Spiegel. Und zwar nicht nur mit Werbung, sondern mit Artikeln. Das sind da Artikel, die darüber reden. Das ist eindeutig nachgewiesen. Und es gibt ganze Sendungen in den Tagesschau, die einfach so gebracht werden, die dann zum Beispiel von der Pharma produziert wurden. Das hat mir eine befreundete Freundin bestätigt, die jemanden kennt, der im Marketingunternehmen arbeitet. Also die machen dann die Filme, so gekennzeichnet als Tagesschaubeitrag, und Tagesschau nimmt den genauso, wie sie es bekommen. Und es ist dann von der Pharmaindustrie quasi. Ja, deshalb abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr unabhängige Nachrichten wollt. Würde mich sehr freuen. Bleibt dem Kanal treu. Auch wenn ich jetzt ein klein bisschen weniger Videos mache, weil ich jetzt angefangen habe, Theologie zu studieren. Sagt mir, welche Themen ihr wollt. Schreibt mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Würde mich freuen. Und ich wünsche euch wie immer, dass der Herr euch oder ich, ja, ich wünsche, dass der Herr euch behütet und segnet. Dass der Herr sein Angesicht scheinen lässt über euch, euch Gnade schenkt. Und dass der Herr sein Angesicht hebt über euch und euch Friede gibt. Wiederhören.